is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes Versprechen für unsere Sicherheit. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. In der bevorstehenden Prüfungszeit wird allen, die das Wort von seiner Geduld bewahrt haben, Gottes Versprechen der Sicherheit aufgeprägt werden. Die Wolkensäule, die für die Übertreter des göttlichen Gesetzes Zorn und Schrecken bedeutet, ist für die, die seine Gebote gehalten haben, Licht und Gnade und Befreiung. Der Arm, der stark ist, um die Aufrührerischen zu schlagen, wird auch stark sein, um die Treuen zu befreien. Jeder, der treu ist, wird sicher eingesammelt werden. Welche Rolle werdet ihr in den Abschlussszenen der Weltgeschichte spielen? Seid ihr euch des großartigen Vorbereitungswerkes bewusst, das im Himmel und auf der Erde im Gange ist? Niemand sollte jetzt mit Sünde liebäugeln, die ja die Quelle allen Elends in dieser Welt ist. Das Geschick eurer Seele sollte nicht von einer Unsicherheit abhängen. Sorgt dafür, dass ihr voll und ganz auf der Seite des Herrn steht. Aus ehrlichem Herzen, mit zitternden Lippen, sollte die Frage aus euch hervorbrechen: Wer kann bestehen? Habt ihr in diesen letzten kostbaren Stunden der Gnadenzeit das allerbeste Material für den Aufbau eures Charakters verwendet? Habt ihr eure Seelen von jedem Makel gereinigt? Seid ihr dem Licht gefolgt? Tut ihr Werke, die dem Glauben, den ihr bekennt, entsprechen? Arbeitet der besänftigende und bändigende Einfluss der Gnade Gottes an euch? Lasst ihr euer Licht scheinen, um die Völker zu erleuchten, die in ihren Sünden zugrunde gehen? Seid ihr euch bewusst, dass ihr die Gebote Gottes vor denen werdet verteidigen müssen, die sie mit Füßen treten? Man kann ein teilweise Gläubiger, ein Formalist sein und doch zu leicht befunden werden und das ewige Leben verlieren. Es ist möglich, einige der biblischen Vorschriften in die Tat umzusetzen und als Christ angesehen zu werden und doch verloren gehen, weil einem Eigenschaften fehlen, die zu einem christlichen Charakter unbedingt dazugehören. Lasst uns doch jetzt, während es noch Gnadenzeit ist, während der Heiland für uns eintritt, uns gründlich auf die Ewigkeit vorbereiten. Die große Krise steht vor der Tür. Um den damit verbundenen Anfechtungen und Versuchungen begegnen zu können und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen, wird ein ausdauernder Glaube erforderlich sein. Aber wir können auf herrliche Weise siegen. Deine einzige, wachende, betende, glaubende Seele wird vom Feind umgarnt werden. The Lord is coming.